Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute wieder ein neues Unboxing für euch. Bei mir ist einmal angekommen die Fairyloot Adult Box. Vom Juni müsste das sein. Genauso wie die Young Adult Box. Und dann ist noch eine Illumicrate Box bei mir angekommen. Und ich hoffe dieses Mal sehr stark, dass es eine Monatsbox ist. Und anhand dessen, was auf diesem kleinen Sticker immer draufsteht, müsste es auch eigentlich die Monatsbox sein. Wahrscheinlich vom Juni. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Wir fangen allerdings wie immer mit dem einzelnen Buch an, das heißt mit der Fairyloot Adult Box vom Monat Juni. Das Thema der Box war Demons und Deities, also quasi Dämonen und ich glaube Götter heißt das oder Gottheiten oder sowas. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Buch. Weder der Titel sagt mir was, noch die Autorin. Es steht ja immer auf der Rückseite schon drauf, was da drin ist. Aber lass uns doch mal reinschauen. Und das Buch hat wieder so einen Manga- bzw. Anime-Style. Ich weiß ja immer noch nicht, wo der Unterschied ist. Ich glaube, das eine ist quasi das Buch und das andere ist, glaube ich, die Serie dazu. Aber falls da irgendwelche Experten von euch sind, könnt ihr das mir ja mal in die Kommentare schreiben, dass ich nicht jedes Mal überlegen muss, ob das jetzt Manga oder Anime oder keine Ahnung was ist. Aber so sieht das Cover von dem Buch aus. Ich bin ja nicht so der größte Fan von solchen Gestaltungen, aber tatsächlich finde ich es ganz cool, wenn man hier einen Fuchs sieht. Und ich bin ja sehr großer Fuchs-Fan. Also ich liebe ja Füchse über alles und deswegen finde ich das hier doch schon wieder ganz in Ordnung. Ich würde es trotzdem... Ja, weiß ich nicht. Also trotzdem, wenn ich es mir aussuchen hätte können, würde ich wahrscheinlich was anderes nehmen. Aber es ist trotzdem schon mal ein sehr guter Punkt, dass da ein Fuchs mit drauf ist. Dann zeige ich es euch noch einmal ringsrum. Hinten ist, glaube ich, wieder so ein Zitat drauf. Und das ist der Farbschnitt. Der passt natürlich auch wieder sehr gut zum Cover des Buches sozusagen. Gefällt mir auch ganz gut. Und wie gesagt, ich bin immer noch von dem Fuchs ziemlich begeistert. Der ist doch schon sehr schön. Wir haben wieder eine Gestaltung auf der Rückseite und auch da sind so kleine Fuchselemente. Man kann nämlich so einen kleinen Fuchsschwanz sehen. Also zwischen den Personen sozusagen. Ich hoffe, das könnt ihr auch halbwegs gut erkennen. Also dieses Fuchsthema setzt sich so leicht weiter mit durch. Auch auf dem nackten Hardcover haben wir einen Fuchs mit drauf, nämlich hier in dem kleinen Kaffeebecher. Da steht drauf Creature Kaffee. Und da ist so ein, ich weiß gar nicht, es gibt doch so eine Legende von irgendwie so einem siebenschwänzigen Fuchs oder einem neunschwänzigen Fuchs. Mein Gott, ich stecke da echt nicht tief drin, aber ich mag Füchse, deswegen passt das auf jeden Fall weiterhin. Und das Buch geht auch, also diese Gestaltung geht auf dem Cover auch einmal komplett ringsherum. Das gefällt mir auch sehr gut. Und es geht weiter mit den Endpages. Auch da ist wieder ein kleiner Fuchs mit dabei. Und zwar hier diese kleine silberne Silhouette ist da quasi ein Fuchs. Das sind so silberne Details. Auch hier sind so silberne Details so leicht zu sehen. Das machen die ja in letzter Zeit jetzt öfter. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Es ist ein Autorenbrief mit dabei. Auch da ist so eine kleine Darstellung von einem Fuchs, der oben so rumspringt. Es ist auf jeden Fall nicht original signiert, aber das finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Und die Endpages hinten sind auch nochmal komplett anders gestaltet. Und da ist dieses Mal, soweit ich das sehen kann, kein Fuchs mit dabei. Aber zumindest haben wir ein anderes Bild. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass die diesmal wirklich alles haben. Also wir haben eine Gestaltung auf dem nackten Hardcover. Wir haben Endpages. Wir haben den Schutzumschlag, den man quasi, also wo eine Gestaltung auf der Innenseite ist. Und natürlich wie immer auch der farbige Buchschnitt. Und ich werde noch mal kurz rausfinden, um was es in dem Buch geht, dass ich euch das auch kurz wiedergeben kann. Aber verzeiht mir, es ist heute einfach zu heiß. Ich kann nicht klar denken, deswegen muss ich jetzt mal Google befragen und den Google-Übersetzer. Der ist zwar nicht immer der Beste, aber letztendlich manchmal hilft er schon ganz gut weiter. Also es geht um Kim Hani, die einst schreckliche Gumiho. Also das steht ja auch auf dem Titel. Ich habe das Wort noch nie gehört. Wenn man das in den Google-Übersetzer eingibt, dann kennt der auch keine Übersetzung dafür. Also ich weiß halt nicht, was das genau sein soll. Falls jemand von euch das schon mal gehört hat, vielleicht durch irgendein Anime oder Manga oder sowas, könnt ihr mir das gerne auch mal schreiben, ob ihr vielleicht wisst, was das ist. Jedenfalls, bekannt als der scharlachrote Fuchs, verbringt ihre Tage damit, in einem Café zu arbeiten und versucht, sich von einem bestimmten Kunden nicht verärgern zu lassen. Das erklärt natürlich erstens diese Fuchsgestaltungen, die hier überall mit eingewoben sind. Und zweitens erklärt das auch diesen Kaffee, also diesen Kaffeebecher, der auf dem nackten Hardcover ist mit dem Fuchs drauf. Und dann geht es noch um Seoka. Ein betrügerischer Gott, der wegen seines Putschversuchs vom Himmel geworfen wurde. Und er verbringt seine Tage damit, Dämonen zu jagen und einen bestimmten Gumiho zu ärgern.
Als ein Dämon der Dunkelheit der Unterwelt entkommt und der scharlachrote Fuchs aus seinem Versteck auftaucht, bevor er schnell verschwindet, bietet sich Seoka eine Chance auf Erlösung. Töte sie beide und seine Sünden werden vergeben. Aber Hani ist bereit, alles zu tun, um Seoka davon abzuhalten, sie vor Gericht zu stellen und ist sogar bereit, sich durch List in seine Ermittlungen einzumischen, also ist quasi zu allem bereit, außer sich in ihn zu verlieben. Naja, das wird wahrscheinlich über kurz oder lang dann aber doch passieren. Also ich finde es auf jeden Fall ganz interessant, wäre jetzt wahrscheinlich nicht das Buch, was ich mir im Laden mitgenommen hätte, aber diese Fuchs-Thematik finde ich halt zu cool. Und weil mich natürlich jetzt am meisten interessiert, was hier dran ist, machen wir mit der Illumicrate Box weiter. Es ist tatsächlich die Juni-Box. Also die Mai-Box fehlt mir tatsächlich immer noch. Ich bin sehr gespannt, wann die dann endlich mal auftaucht. Aber das hatten sie ja schon angekündigt, dass es etwas länger dauert. Also dass die Mai-Box wahrscheinlich danach erst ankommt. Aber wir schauen trotzdem mal, was hier dran ist. Allererstes ist hier wieder so ein kleiner Pin scheinbar dabei. Inspired by The Water Outlaws von S.L. Huang. Sagt mir auch leider gar nichts. Ja, so sieht dieser kleine Pin aus. Ich weiß auch gar nicht, was das sein soll, was da drauf ist. Wahrscheinlich irgendwie so ein Schwert oder sowas, aber es kommt mir halt überhaupt nicht bekannt vor, dadurch, dass ich das Buch auch nicht kenne. Es steht noch drüber Bandits of Liangshai. Aber wie gesagt, erkenne ich nicht wieder, weil ich es nicht gelesen habe und auch nicht kenne. Dann ist hier wieder ein metallisches Lesezeichen drin, die finde ich eigentlich immer ganz schön von Illumicrate. Und das gehört zu der Knochensplitterpalast, das habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe es in zwei Ausführungen hier. Oh wow, das werdet ihr bestimmt gut erkennen können mit den Farben und solange ich das Papierstück im Hintergrund lasse, aber das sieht mega schön aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich packe es trotzdem mal noch aus diesem Stück Papier hier aus. So ist es dann quasi komplett ohne Papier hinten dran. Also dann hat es so Cutouts. Das sieht mega schön aus. Also die machen sie wirklich immer richtig, richtig toll. Hier ist etwas in Plastik eingepackt. Das werde ich mal kurz rausholen. Aber da steht Singing Hills Mechanical Pencils. Inspired by Empress of Salt and Fortune. Ah, da sind zwei Stifte drin. Ah, okay. Das sind so, wie wir früher hatte, diese Bleistift Kugelschreiber, weiß ich nicht, mit Bleistiftminen. Also wenn man hier oben drauf drückt, dann schiebt der immer ein Stück nach. Deshalb, weil ich mich nämlich gerade gewundert hatte und dachte, hä, wieso passiert nichts? Aber da kommt immer so eine ganz kleine Spitze unten raus und die haben halt so verschiedene Symboliken drauf. Wahrscheinlich sind das irgendwie die, keine Ahnung, Tierkreiszeichen oder sowas. Nee, kann auch nicht sein. Ich sehe gerade, da sind nicht nur Tiere, da ist auch ein Schiff und irgendwie eine Nadel oder so. Also das sind so, aber ich würde auf jeden Fall sagen, so asiatisch angehauchte Sachen. Ich kann ja mal gucken, ob da noch irgendwas dazu steht. Nee, steht eigentlich auch bloß Empress of Salt and Fortune, aber wie gesagt, das kenne ich nicht und sind perfekt dazu geeignet, um euch buchige Notizen zu machen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, ist jetzt nicht komplett falsch, dadurch, dass sie das jetzt auch nicht regelmäßig drin haben. Ich werde die auf jeden Fall mal mitnehmen zur Arbeit, aber ich benutze tatsächlich selten Bleistifte. Und dann ist wieder noch so ein Ordner mit drin, wo man verschiedene Prints wahrscheinlich sortieren kann. Ist auch so ein goldenes Design und da steht auf der Vorderseite auch ein Spruch mit drauf. I know what it means to dream about the past, to dream about things you have loved and lost. Das sagt mir auch gar nichts. Also das scheinen alles Bücher hier zu sein, die ich nicht unbedingt kenne oder zumindest auch nicht gelesen habe, aber es ist wahrscheinlich trotzdem, ich schlage das mal auf, ja, so wie ich dachte, ihr könnt hier eure Prints mit einsortieren oder im Zweifel könnt ihr es auch als Fotoalbum benutzen. Da können natürlich auch andere Sachen rein, ihr müsst keine Prints reinstecken. Aber das ist an sich ganz praktisch, nur mittlerweile habe ich davon auch schon so viele, dass ich die jetzt nicht unbedingt brauche. Und dann haben wir nur noch das monatliche Buch. Also es fühlt sich mega schwer an irgendwie, das Buch. So sieht's aus. Ich glaube, das Cover kommt mir leicht bekannt vor. Das müsste auf jeden Fall das Originalcover sein, nur abgeändert. Also mir kommt das irgendwie so bekannt vor, dass hier oben dieser Kopf so reinguckt. Ich blende euch das auf jeden Fall ja schon ein, deswegen werdet ihr wahrscheinlich schon sehen, wie das Originalcover aussieht. Da bin ich selber dann mal sehr gespannt, wenn ich das schneide und das einfüge, wie das dann aussieht. Aber wie gesagt, es kommt mir so leicht bekannt vor. Ich zeige es euch mal ringsrum. Das ist mega schwer, ey, wirklich. Was ist da drin? Frage ich mich. Haben die da Steine mit eingeklebt oder so? Und das ist der Farbschnitt, auch richtig, richtig cool. Der geht oben und unten so entlang. Unter dem Schutzumschlag ist leider kein Design. Dafür ist hier wieder das nackte Hardcover so designt, wie ich es in letzter Zeit von Illumicrate wirklich sehr gerne mag. Also es ist irgendwie mal eine nette Abwechslung zu immer diesen leichten metallischen Verzierungen, wie zum Beispiel Fairyloot das so üblicherweise macht. Auch hier ist wieder so leichter Comic-Stil. Oder was heißt leichter Comic-Stil? Es ist definitiv so ein Comic-Stil. Bin ich nicht so der große Fan von. Ich mag andere Illustrationsarten einfach mehr, aber trotzdem sieht es schön aus.
Und das ist original signiert, würde ich sagen. Also das ist eine Originalsignatur. Und hinten haben wir aber auch wieder ein anderes Bild. Das finde ich ganz cool. Es stört mich jetzt auch nicht super doll, wenn vorne und hinten das gleiche Bild zu sehen ist, aber ich freue mich trotzdem immer, wenn es was anderes ist. So, der Google-Übersetzer sagt Folgendes zum Klappentext. Die 18-jährige Ahui Ying träumt davon, eine brillante Ingenieurin zu werden, genau wie ihr geliebter Vater, aber ihr Leben wird auseinandergerissen, als sie einen Moment zu spät kommt, um seinen Mord zu verhindern und schlimmer noch, den Mörder außer Reichweite entwischen lässt. Nur ein Tagebuch mit seinen größten Ingenieursgeheimnissen und ein Jade-Anhänger, den sie dem Mörder entrissen hat, bleiben Ying und sie schwört, Rache selbst in die Hand zu nehmen. Ja, das ist etwas merkwürdig formuliert, aber ich glaube, wir verstehen alle den Inhalt. Als ihr Bruder verkleidet, macht sich Ying auf den Weg in die Hauptstadt und entdeckt, dass die Antwort auf die Frage, wer ihren Vater getötet hat, hinter den Mauern der angesehenen Ingenieursgilde liegt, der Heimat einer Vergangenheit, über die ihr Vater nie sprechen wollte. Mit der Hilfe eines unerwarteten Verbündeten, Aogia Yeyang, oh Gott, ich spreche das wahrscheinlich ganz furchtbar aus, einem schweigsamen, aber gut aussehenden jungen Prinzen, muss sich Ying in einer Welt voller Regeln, Herausforderungen und Politik zurechtfinden. Aber um zu überleben, muss sie kämpfen, um allen immer einen Schritt voraus zu sein. Und als sie vor der Wahl steht, das Richtige und das Notwendige zu tun, muss Ying entscheiden, ob ihre Rache sich wirklich lohnt und ob sie damit gegen alles verstößt, wofür ihr Vater stand. An sich jetzt nicht so eine krass interessante Geschichte, aber ich finde, das hat irgendwie schon wieder relativ coole Vibes mit dem, dass sie sich da halt durchsetzen muss, dass sie versucht rauszufinden, was mit ihrem Vater war, mit dieser Ingenieursgilde. Das finde ich eigentlich doch auch wieder ganz interessant. Also ja, auch das wäre jetzt ein Buch, wo ich nicht unbedingt im Laden dazu gegriffen hätte, aber wo ich mich trotzdem auch irgendwie freue, dass ich es jetzt hier habe und hoffe, dass ich dann auch irgendwann mal anfange zu lesen. Und dann haben wir noch die Fairyloot Box und da macht mir ein bisschen Sorge, dass das Paket so komisch klappert, wenn ich es von links nach rechts oder so bewege. Ja, ich hoffe, da ist nichts dran, was kaputt gehen kann. Das Thema der Box, es ist übrigens die Juni 2024 Box, also auch da sind wir auf dem aktuellen Stand, ist Decadent Desires. Das sieht eigentlich auch ganz interessant aus, das, was hier zu sehen ist. Okay, jetzt erstes kommt mir so komisches Haarband entgegen, wo so ein Knoten dran ist. Also das kann man sich dann irgendwie ummachen und hat dann hier so die kleinen Dinger, die hier so rumfliegen. Da ist, glaube ich, ein Zettel dran. Das gehört zu Poison Study Scrunchie. Also Poison Study habe ich ja hier, aber das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Ich finde es irgendwie mal was anderes. Also ich finde es eigentlich ganz putzig, dass das mit dabei ist. Ich wüsste zwar nicht, wann ich das mal tragen sollte, weil stellt euch mal vor, ihr geht eure Steuererklärung machen lassen und da sitzt jemand mit so einem komischen Tuch, weiß ich jetzt nicht. Also das ist jetzt nicht unbedingt das Büro-Outfit. Und privat ist es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mein Style, aber man weiß nie, wann man sowas dann doch mal braucht. Deswegen, ich finde es auf jeden Fall mal was anderes, dass es da drin ist. Ich wüsste jetzt nicht, wo und bei welcher Gelegenheit ich das mal tragen würde, aber ich werde es auf jeden Fall behalten. Ich finde es eigentlich ganz cute. Das ist wahrscheinlich, was hier so geklappert hat. Es sind schon wieder solche Buchstützen mit drin. Da muss ich mal gucken, zu was die gehören. Ich habe es schon fast vermutet. Ich habe hier gerade so eine Bergspitze gesehen und habe ich schon angefangen zu sagen, ich muss mal schauen. Und da dachte ich sofort, das ist bestimmt Velaris. Und jetzt steht hier wirklich dran, A Court of Thorns and Roses. Oh mein Gott. Oh mein Gott, also die werde ich auf jeden Fall behalten. Ich habe ja mittlerweile von denen schon so viele, aber dann wird irgendwas anderes dafür aussortiert. Aber die muss ich definitiv behalten. Wie cool sind die bitte? Es ist einfach Velaris. Oh mein Gott, jetzt freue ich mich. Ich habe schon wieder gerade gedacht, als ich die das erste Mal gesehen habe in der Kiste, nicht schon wieder so eine Bücherenden, weil langsam reicht es halt auch einfach mal damit. Es sind halt so viele inzwischen davon da drin gewesen schon. Also weiß ich nicht, wenn da einmal im halben Jahr eine drin ist, ist es einfach zu viel. Aber bei Velaris kann ich jetzt nichts sagen. Also das nehme ich einfach so hin, wie es ist. Dann ist hier eine neue Flasche mit drin. Das ist ganz cool. Die sieht auch ein bisschen größer aus als die, die bisher immer drin gewesen sind. Wir hatten nämlich schon so halbhohe. The Darkness Within Us Water Bottle. Das sagt mir jetzt aber auch nichts. The Darkness Within Us. Nichtsdestotrotz habe ich vor kurzem erst überlegt, auf Arbeit mir eine neue Trinkflasche zu kaufen, weil ich zu wenig trinke. Und weil ich mir dann immer denke, wenn ich so eine Wasserflasche habe, so eine größere, und ich fülle mir die mit Wasser, dann hat man vielleicht eher den Anspruch, das nachzufüllen, als wenn man halt nur so einen kleinen Becher da hat und den trinkt man leer. Und dann hat man irgendwie 3 Stunden lang keine Lust aufzustehen und sich das nachzufüllen. Und die hat sogar so einen kleinen Henkel. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und die hat so einen Metalldeckel. Ja, das Design erkenne ich jetzt nicht, weil ich das Buch dazu nicht kenne. Aber was ich euch definitiv schon mal sagen kann, ihr solltet die nur per Hand waschen und nicht in den Geschirrspüler machen. Ich hatte nämlich so ein Glas, auch von Fairyloot, zu Belladonna. Und das hat mein Freund aus Versehen in den Geschirrspüler gemacht, weil er vergessen hat, dass das nicht da rein soll. Und naja, der Aufdruck war dann weg. Also da sind nur noch kleine Reste drin gewesen.
Das ist dann sehr, sehr schade. Deswegen solltet ihr die auf jeden Fall immer per Hand waschen und nichts anderes. Ja, die nehme ich mit zur Arbeit. Was soll ich dazu sagen? Die nehme ich mit. Steht ja auch irgendwo zufällig, wie viel da reinpasst. Das würde mich mal interessieren noch. Aber gut, das kann ich auch selber rausfinden, wenn ich da Wasser reinfülle und meinen Messbecher danach kippe. Trotzdem sehr cool. Dann sind hier noch Lesezeichen mit drin. Also auch so wie bei Illumicrate. Nur sind das hier keine metallischen Lesezeichen, sondern das sind so folierte. Das heißt, da werden bestimmt so goldene Details oder sowas mit drauf sein. Und die gehören zu Shatter.me. Und das finde ich ja wieder richtig cool. Gucke ich mir erstmal schnell selber an. Oh ja, die sind schon sehr, sehr schön. Die sehen schon sehr, sehr schön aus. Wow, 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 wow. Also da sind zwei dabei, deren Namen ich tatsächlich jetzt aus dem Kopf nicht weiß, wo ich das vergessen habe. Aber ich erkenne sie auf jeden Fall. Also wir haben zum einen hier mit so einem blauen Design. Ich vermute ganz stark, das soll Adam darstellen. Den lernen wir im ersten Band auch schon kennen. Dann definitiv ganz unverkennbar, das zweite Design gehört zu Kenji. Ich weiß gar nicht, ob wir den im ersten Band schon kennenlernen. Ich glaube, am Ende lernen wir ihn kurz kennen. Aber der kommt in den anderen Bänden dann öfter vor und den mag ich auch richtig gerne. Dann kommt natürlich auch Juliet vor, das ist ganz klar. Sie hat hier so eine lilane Farbe bekommen. Ich hoffe, ihr könnt das so leicht erkennen wenigstens, dass es hier so lila reflektiert. Dann kommt noch Warner vor, auch den lernen wir im ersten Band bereits kennen. Mit seinem Anzug, auch richtig cool mit dem Grün. Also ich mag die Farben total gerne. Ja, und die letzten beiden Charaktere, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall erst in den späteren Bänden irgendwann vorkommt. Ich erinnere mich noch dran, wenn nicht sogar erst wirklich, weiß ich nicht, im dritten Band glaube ich dann nicht, ich glaube eher wirklich später. In der zweiten Hälfte von der Shatter.me-Reihe, sage ich jetzt mal, weil das war ja ursprünglich mal als Trilogie geplant, dann hat die Autorin ja doch weitergeschrieben und ich glaube, da kommt sie erst vor. Aber ich weiß ihren Namen gerade nicht und bei ihm weiß ich leider auch den Namen nicht mehr. Ja, aber es sind auf jeden Fall mega, mega coole Lesezeichen. Die werde ich mir auf jeden Fall in die Bücher reinlegen, glaube ich, dass ich die immer am Start habe. Dann haben wir noch die Tarotkarten des Monats. Die sehen so aus. Das erkenne ich leider auch gar nicht, was das sein soll, muss ich ganz ehrlich gestehen. Five of Suns, Six of Suns und das ist jeweils Frau und Mann, aber keine Ahnung wer. Da muss ich mal gucken, zu wem die gehören. Das gehört zu Tricia Levenseller's The Darkness Within Us. Also Tricia Levenseller kennt man natürlich von Daughter of the Pirate King. Habe ich bisher aber noch nicht gelesen. Also ich habe es hier noch auf dem Sub. Deswegen, ja, habe ich die beiden jetzt nicht erkannt, weil das andere Buch kenne ich von ihr gar nicht. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn so viele Sachen oder so viele Items zu einem Buch dran sind, was ich noch nicht kenne oder noch nicht gehört habe, ist die Chance manchmal groß, dass es auch das monatliche Buch ist. Also es würde mich jetzt nicht sehr doll überraschen, wenn das The Darkness Within Us hier drin ist als Buch. Aber ich würde sagen, dazu gucken wir einfach mal da rein. Hier ist wieder noch so ein kleines Kärtchen mit drin. Ich weiß gar nicht, ob ein Lesezeichen auch. Ja, auch ein Lesezeichen. Ja, es ist tatsächlich das Buch. Es ist tatsächlich The Darkness Within Us. Na gut, dann hätte ich auch das Buch noch gar nicht erkennen können. Also die Trinkflasche gehört dazu und die monatlichen Tarotkarten gehören auch mit dazu. Finde ich ganz cool. So hat man dann auch die Chance, das Buch kennenzulernen. Und vielleicht liebe ich es sehr dann, wenn ich es kennengelernt habe. Und freue mich dann umso mehr, dass ich diese Wasserflasche dann auf Arbeit habe und immer schön hydrated bleiben kann. Das ist der Farbschnitt. Der sieht auf jeden Fall sehr dunkel aus im Kamerabildschirm. Habt ihr noch gar nicht richtig gesehen? Ja, da sind so Blüten drauf. Die erkennt man aber schlecht, weil der Hintergrund ist schwarz und die Blüten sind so dunkel lila. Aber es sieht sehr schön aus. Also auch hier sind ja diese Blüten. Auch das hat wieder eine Gestaltung auf der Rückseite des Umschlages. Das halte ich euch mal kurz in die Kamera, dass ihr das besser sehen könnt. Ist jetzt nicht ganz mein Illustrationsstil. Das ist mir irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, etwas zu plump. Aber ich finde es trotzdem sehr schön. Das nackte Hardcover sieht so aus. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool, dass da so schwarze Details sind, dass das nicht immer so metallisch foliert ist, sondern das Mattschwarze oder das glänzend Schwarze von mir ist auch, sieht trotzdem sehr, sehr schön aus und hinten ist auch nochmal eine Gestaltung drauf. Das hier sind die Endpages. Ich glaube, auch hier seht ihr es schon funkeln in den Ecken. Da sind auch wieder diese goldenen Details. Das finde ich auch mega. Also wie gesagt, das haben die jetzt seit ein paar Monaten machen die das bei jedem Buch. Das finde ich echt richtig cool eigentlich. Auch hier hinten sind die wieder und da ist auch wieder ein anderes Bild drin. Gefällt mir optisch extrem, also mit diesen Details und dass die auch so dick gezeichnet sind und nicht so ganz, ganz, ganz schwach. Oh, er hat, glaube ich, einen Eckzahn.
Er ist bestimmt ein Vampir. Er ist bestimmt ein Vampir. Er hat so einen komischen Spitzeneckzahn. Ich habe tatsächlich noch gar keine Ahnung, um was es hier eigentlich geht. Na gut, vielleicht ist er auch kein Vampir, er ist im Tageslicht unterwegs. Aber irgendwas Besonderes wird er sein. Hier ist auf jeden Fall noch ein Leserbrief von der Autorin mit eingewoben. Aber auch nicht original signiert. Und hier steht auch noch, welche Bücher sie bisher schon geschrieben hat. Genau, Daughter of the Pirate King, Daughter of the Siren Queen, Vengeance of the Pirate Queen, Warrior of the Wild, The Shadow Between Us, Blade of Secrets, Master of Iron. Und wenn man das Buch aufschlägt, ist hier tatsächlich ein Zitat von Damon Salvatore aus The Vampire Diaries, Staffel 2, Episode 15. There's no such thing as a bad idea, just poorly executed awesome ones. Das finde ich ja auch sehr cool. Ich bin ja ziemlicher Vampire Diaries Fan und ich meine, er hat einen Eckzahn. Es ist ein Vampire Diaries Zitat drin. Es ist bestimmt eine Vampirgeschichte, oder? Also, es geht um Chrysantha Stators. Sie hat gewonnen, indem sie ihre Intelligenz und ihren Ehrgeiz hinter der Maske eines schönen, hohlköpfigen Mädchens verbarg, wurde sie zu einer wohlhabenden Herzogin. Und wenn ihr betagter Ehemann stirbt, wird sie all die Freiheit, das Geld und die Sicherheit haben, die sie sich je gewünscht hat. Das dachte sie zumindest. Ein Mann, der behauptet, der entfernte Enkel von Chrysanthas lüsternem verstorbenen Ehemann zu sein, ist aufgetaucht, um ihr Erbe zu stehlen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, wird ihre kleine Schwester Königin und reibt ihr das unter die Nase. Chrysantha beschließt, dass das Einzige, was sie tun kann, ist, Alessandra bei ihrer eigenen Hochzeit die Show zu stehlen. Und was diesen Enkel betrifft, er muss gehen. Egal, dass er extrem gut aussehend und geheimnisvoll ist und mysteriöse Kräfte hat. Nein, Chrysantha will Erex Demas tot sehen und am Ende bekommt ein Stators-Mädchen immer das, was sie will. Ist auf jeden Fall eine sehr mysteriöse Geschichte. Ich finde es richtig cool, dass sie so schlau ist, einfach um sich der Welt gegenüber dumm zu präsentieren, damit sie einfach nur einheiratet irgendwo in der Hoffnung, dass sie an ihrem Mann bald stirbt und dass sie dann die Freiheit genießen kann, weil dann kommen halt nicht alle Leute und nerven sie, du musst heiraten, du bist dann im heiratsfähigen Alter, du musst irgendwie Kinder in die Welt setzen. Nö, dann kann man sagen, ich bin die trauernde Witwe, ich habe mit meinem Mann noch nicht abgeschlossen, ich bin so traurig, dass er tot ist. Finde ich mega cool. Also das finde ich richtig, richtig genial. Gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. So ihr Lieben, dann war es das mit dem Unboxing. Ihr könnt mir wie immer gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Welches Buch hat euch am besten gefallen? Welche Box würde bei euch besser ankommen? Welche Inhalte fandet ihr besser? Schreibt mir das alles mal in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so war. Und dann sehen wir uns sehr gerne beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut!